begrenzt. Aber die Anlagen per se sind da. Im Aswan-Staudamm stehen 170 Megawatt Elektrolyse, die in den 70er Jahren eingebaut wurden. Wir reden heute über Wasserstoff als Energieträger, vielleicht als Energieträger der Zukunft allemal, aber auch im heutigen Sinne, wir haben es gerade gehört, schon durchaus auch einsetzbar. Wir machen es sehr breit, schauen uns die Einsatzmöglichkeiten an, wollen aber natürlich auch mal sehr konkret auch auf das Thema Mobilität schauen. Brennstoffzellenzüge, Brennstoffbusse sind zwei Beispiele. In der Schweiz geht es jetzt auch um entsprechende Brennstoff-Lkw. Falls Sie uns Ihre Meinung dazu sagen wollen, rufen Sie gerne an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Herr Kuhlmann, nun hat ein Hörer uns geschrieben und er sagt, Wasserstoff, das ist doch am Ende, Sie haben es auch schon angedeutet, sehr, sehr, sehr vielseitig auch einsetzbar. Die Mobilität hat man ein bisschen im Blick. Über welche Bereiche reden wir denn sonst noch? Ja, lassen Sie mich vielleicht mal mit Blick auch auf die Mobilität und auch auf die Speicherfrage mal ein Zahlenbeispiel kurz nennen. Man sagt, dass heute schon im Gasnetz, fast heute schon, eine Beimischung von Wasserstoff von bis zu 10% möglich ist. Das alleine, dass der Wasserstoff oder das, was dann im Gasnetz wäre, hätte eine Speicherkapazität, die ausreichen würde, umgerechnet in Stromproduktion, ganz Deutschland 2 Tage zu versorgen. Wenn man 45 Millionen Batteriefahrzeuge hätte, da sind ja dann auch Speicher drin, und wenn man das alles zusammen aufaddieren würde, würde man lediglich auf 6 Stunden kommen. Das ist mal so ein kleines Zahlenbeispiel, das zeigt, dass da eine ganze Menge Kraft und Power drin ist. Die Vielseitigkeit der Einsetzbarkeit, ein bisschen haben wir es schon angesprochen, es gibt auch erste Brennstoffzellen im Gebäudebereich, die getestet werden. Es wird natürlich auch in Zukunft Wasserstoff in der Industrie verwendet werden müssen, und dann ist es natürlich gut, wenn der erneuerbar hergestellt wird. Also die Einsetzbarkeit ist in der Tat vielseitig, und man kann sogar auf der Basis von Wasserstoff mit anderen Prozesstechnologien Methan herstellen. Erdgas, das man dann vielleicht noch besser handhaben kann. Man kann sogar auch flüssige Kraftstoffe herstellen. Also die technischen Optionen sind schon sehr vielseitig an dieser Stelle. Der ökonomische Rahmen, die Abgaben- und Umlagenregelungen und letztendlich auch die Potenziale, die man noch einsparen kann durch Bruchlauf, also durch Innovationen, die beim Markthochlauf entstehen könnten, die sind noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Herr Lies, wie weit sind sich Wirtschaft und Politik einig, dass diese Nutzungsmöglichkeiten in der Breite tatsächlich auch in die Realität jetzt umgesetzt werden? Wenn man zum Beispiel auch mal mit Blick aufs Ausland schaut, ist man da möglicherweise weiter als bei uns? Wir kennen fossile Preise, die Kosten für fossile Energie werden steigen und die Preise für die CO2-Zertifikate werden steigen. Wir sind bereit dazu, und deswegen sage ich immer, wir brauchen eine Gesamtstrategie, die sich nicht auf einen Bereich alleine beschränkt, sondern die zeigt und öffnet, wie in den nächsten Jahren in ganz unterschiedliche Bereiche das Thema, in unterschiedlichen Bereichen das Thema